Mein Name ist Ulrike Zobal und das ist Zeichensetzung. Heute möchte ich Ihnen den Roman Beloved vorstellen von Toni Morrison, der auf Deutsch erschienen ist unter dem Titel Menschenkind. Toni Morrison, eigentlich Chloe Ardelia Wofford, wurde im Februar 1931 in Ohio geboren und starb letztes Jahr im August in New York. Eine Afroamerikanerin, die als erste afroamerikanische Autorin 1993 den Nobelpreis für Literatur erhalten hat. Morrison stammt aus einer Arbeiterfamilie. Die Mutter kommt aus Alabama, der Vater aus Georgia und beide Familien haben Bekanntschaft gemacht mit den Lynchmorden im Süden der USA. Beide sind dann nach Norden gegangen, nach Ohio, in der Hoffnung, dem Rassismus zu entkommen. Der Vater hat als Schweißer gearbeitet für US Steel. Die Mutter war Hausfrau und stark engagiert in der African Methodist Episcopal Church. Als Toni Morrison 2 Jahre alt war, hat der Vermieter ihr Haus in Brand gesetzt, während die Familie zu Hause war. Und zwar, weil die Eltern mit der Miete die Miete nicht zahlen konnten. Die Reaktion der Eltern war ein Lachen, was sehr verwundert. Sie haben gelacht und sie haben nicht Verzweiflung gezeigt, sondern das war ihre Möglichkeit, ihre Identität positiv zu bewahren. So beschreibt es Toni Morrison. Die Eltern haben Toni ihre afroamerikanischen Volksmärchen und Geistergeschichten erzählt in ihrer Kindheit. Sie haben ihr die Lieder, ihre Kultur mitgegeben. Toni Morrison hat dann als Jugendliche Jane Austen gelesen, Leo Tolstoi und ist mit 12 Jahren katholisch geworden, hat den Taufnamen Anthony nach Antonius von Padua angenommen und wird seitdem Toni genannt. Toni Morrison hat dann in Washington studiert, an einer schwarzen Universität, hat den Bachelor gemacht, den Master in New York, hat englische Literatur in Houston, Texas unterrichtet, geheiratet einen jamaikanischen Architekten, Morrison, 2 Söhne bekommen, sich scheiden lassen und wurde dann Verlagslektorin im New Yorker Random House, wo sie zu einer großen Fürsprecherin afroamerikanischer Literatur geworden ist. 1970 begann dann ihre schriftstellerische Tätigkeit, da erschien ihr Roman The Bluest Eye, also die blauesten Augen, 1974 Sula, 1977 Solomon's Lied, 1987 Beloved, 92 Jazz, 2003 Love, 2008 The Mercy und. Also unglaublich viele Bücher hat sie geschrieben, von denen ich eigentlich nur ihre wichtigsten nenne. Sie wurde in sehr viele Sprachen übersetzt und schildert in ihren Romanen die Welt der schwarzen Frauen, den Handlungsspielraum afroamerikanischer Frauen in den USA. Toni Morrison ist weltberühmt geworden, in die wichtigsten Akademien aufgenommen worden in Amerika, 1994 in die American Philosophical Society, 1989 wurde sie Professorin für Geisteswissenschaften an einem Lehrstuhl in Princeton, den hatte sie bis 2006 inne, bis sie emeritiert wurde. Sie bekam den Pulitzerpreis und sie bekam, wie gesagt, den Nobelpreis. 2010 wurde sie Ritter der französischen Ehrenlegion. 2012 bekam sie von Barack Obama the Presidential Medal of Freedom verliehen, einer ganz hohen Auszeichnung in den USA. 2016 den Sol Bellow
Award for Achievement in American Fiction, einen Pen-Preis. 1987 erschien, wie gesagt, dieser Roman Beloved, der deutsch übersetzt wurde von Helga Pfetsch, Menschenkind. Diesen Roman möchte ich Ihnen im Folgenden vorstellen. Der Roman basiert auf einer wahren Geschichte, nämlich der Geschichte Margaret Garners. Der Roman erhielt 1988 den Pulitzerpreis, war 1997 als Finalist des National Book Award gepriesen worden, wurde 1998 verfilmt. In der Hauptrolle spielte Oprah Winfrey. Und 2019 im November wurde er gelistet von den BBC News auf seiner Liste der 100 einflussreichsten Erzählungen. Margaret Garner, die Geschichte, die historische Geschichte, die den Grund für diese Erzählung, für diesen Roman bietet, war eine afroamerikanische Sklavin, die um 1834 geboren wurde und 1858 gestorben ist. Und diese Margaret Garner hat 1856 ihre zweijährige Tochter getötet als Sklavenfänger, sie und ihre Tochter in die Sklaverei zurückbringen wollten. Der Fall wurde damals heftig diskutiert. Es gab schon damals Menschen, die sich gegen die Sklaverei ausgesprochen haben, und sie haben beschrieben, wie die Sklaverei zu unmenschlichen Verhaltensweisen führt. Und andere, die für die Sklaverei waren, haben gesagt, die Afroamerikaner sind eben so, dass man sie vor ihrer eigenen Natur, ihrer unmenschlichen Natur schützen muss. Margaret Garner war 1856 über den Ohio River aus Kentucky nach Ohio geflüchtet. Und damals gab es ein Fugitive Slave Law, ein amerikanisches Bundesgesetz von 1850, das Nordstaaten zwang, entlaufene Sklaven aus dem Süden ihren Besitzern in den Südstaaten zurückzugeben. Und Georgia zum Beispiel war einer der rückständigsten Staaten der USA, der zum Beispiel erst 1967 das Gesetz aufhob, dass es Mischehen geben könnte. Man hat den Roman Beloved, einen Roman des magischen Realismus genannt. Und die New York Times hat ihn den besten amerikanischen Roman der letzten 25 Jahre genannt. Im Zentrum von Beloved steht das ermordete Kind. Ein Kind, das wie das Kind von Margaret Garner als kleines Kind von der Mutter getötet wird, weil die Mutter es nicht ertragen kann, dieses Kind in den Händen von Sklavenbesitzern zu sehen. Und Morrison hat selbst gesagt, sie wollte das Bild dieses Mädchens durch Einbildungskraft lebendig werden lassen. Das war ihr Seele und Skelett ihrer Kunst. Worum geht es in dem Roman Beloved? Der Roman beginnt 1873 nach dem Bürgerkrieg, nach dem Civil War in Ohio und erzählt in Rückblenden die Vorgeschichte. Die Hauptperson ist Seth, eine ehemalige schwarze Sklavin, und ihre Tochter Denver, die 1855 vor dem Bürgerkrieg geboren wurde und zu Beginn des Romans 18 Jahre alt ist. Seth hat noch zwei Söhne, Howard und Bugler. Diese vier Personen leben in einem Haus in der Bluestone Road Nummer 124, und zwar gemeinsam mit dem Geist von Seths ältester Tochter, die gestorben ist, die Seth umgebracht hat und die nur den Namen
Beloved bekommen hat und nun aus dem Grab aufsteht und in diesem Haus in der Bluestone Road ihr Unwesen treibt. Sie bringt das ganze Haus, stellt sie auf den Kopf, sie wird zum Dämon dieses Hauses und schließlich treibt sie es so weit, dass die beiden Söhne Howard und Butler von zu Hause wegrennen mit 13 Jahren. Auch noch traumatisiert durch die Tat ihrer Mutter, die sie eben als kleine Kinder miterlebt haben, als die Mutter Beloved getötet hat. Weitere Personen, die noch in dem Roman auftauchen, ist Baby Sucks, die Mutter von Holly, dem Ehemann von Seath. Sie stirbt 1865, also auch vor Beginn des Romans. Und ehemalige Bewohner von der Plantage Sweet Home, von der die Hauptdarstellerin Seath geflohen ist, gemeinsam mit ihrer ältesten Tochter Beloved. Diese Personen leben gemeinsam in einem Haus zusammen und dieses Haus wird eben von einem Geist bespukt, der das ganze Haus im Griff hat. Das ändert sich, als ein ehemaliger Bewohner der Plantage Sweet Home im Haus erscheint, Paul D. aus der Vergangenheit von Seath, und das Leben in dem Haus neu erweckt. Er vertreibt den Geist von Beloved, die ein kleines Kind, als kleines Kind das Haus in Schrecken versetzt, aber es gelingt ihm nicht gänzlich, diesen Dämon zu vertreiben, denn er erscheint wieder in der Gestalt einer jungen, schönen Frau, die ihn verführt. Er kann sie zurückweisen, aber das Haus wird dieses Geistes nicht Herr. Und nun kommt es so weit, dass ein Freund Paul D. aufklärt über das Geschehen, das dazu geführt hat, dass Seath ihre zweijährige Tochter Beloved getötet hat. Und zwar genau in dem Moment, als Sklavenbesitzer kamen, um beide und die Söhne zurückzuführen, wieder in die Plantage Sweet Home. Und diesen Gedanken konnte sie nicht ertragen, dass sie versucht, ihre Kinder und sich zu töten. Aber das Schicksal verschont drei ihrer Kinder, nur die älteste Tochter, die den Namen Beloved bekommt, höchst geliebt, geliebt ist, wird umgebracht. Und diese Schuld verlässt Seath nie mehr. Sie muss nicht zurück in die Sklaverei, sie kommt vor Gericht, aber diese Schuld an ihrer Tochter, die Ermordung ihrer Tochter verlässt sie nicht. Und der Geist der toten Tochter besucht nun dieses Haus und wird immer größer, immer dicker, immer älter. Und als junge Frau wird sie dann auch immer gefräßiger. Und schließlich hat sie körperliche Ausmaße angenommen, die sie an eine schwangere Frau erinnern lassen. Das wird so schlimm in diesem Haus, dass Denver, die 18-Jährige, Hilfe bei der schwarzen Frauengemeinschaft sucht, die das Haus auch lange Zeit abgelehnt haben. Der Mord an der Tochter war einfach zu schrecklich, auch für die schwarze Gemeinschaft. Aber nun kommen die schwarzen Frauen in einem Akt von Solidarität und wollen diesem Haus und Denver und ihrer Mutter helfen. Es kommt zu einer Situation, in der sich die ursprüngliche traumatische Erlebnis zu wiederholen scheint. Und da greift nun die Solidarität der Frauen ein. Und das ganze Trauma wird, dieses traumatische Erlebnis wird positiv gewendet und positiv gelöst. Seath wird befreit von ihrer Schuld. Und der Geist von Beloved verschwindet. Paul D. kehrt zurück zu ihr und die beiden werden gut miteinander leben können.
Man hat diesen Roman einen Roman des magischen Realismus genannt. Ich finde, der Begriff ist ein wenig irreführend, denn eigentlich geht es nicht um Magie, sondern es geht um Psychologie. Toni Morrison beschreibt wunderbar, wie Terror, Folter, Grausamkeit die Seele des Menschen zerstören können und wie ein durch das Moment der Unterdrückung von schrecklichen Erlebnissen diese Erlebnisse so übermächtig werden, dass sie als Dämonen im alltäglichen Leben erscheinen können. Seeth hat als Sklavin so Traumatisches erlebt. Ihre Seele wurde so stark verletzt, dass sie es auch nicht fertig bringt, sich diesen Verletzungen wirklich zu stellen, sie aufzuarbeiten. Sie sind einfach zu schrecklich und dadurch bekommen diese schrecklichen Dämonen eine Kraft, die sie wirklich wie Geister aus der Vergangenheit besuchen können und ihr Leben in den Griff bekommen. Nach und nach kommt das zutage, was Seath und ihr Mann erlebt haben auf der Plantage Sweet Home. Anfänglich war das ein ganz gutes Zusammenleben, an dem auch Paul Dee zum Beispiel teilgenommen hat. Dann stirbt der weiße Besitzer und die Frau von ihm holt ihren Cousin in das Haus, einen Schullehrer, wie er genannt wird, und seine Söhne. Und diese drei foltern und malträtieren von nun an die schwarzen Sklaven. Die Söhne zum Beispiel vergewaltigen Seeth und stehlen ihr die Milch, die sie für ihre kleine Tochter in ihrer Brust aufbewahrt. Und sie peitschen sie so, dass auf Seeths Rücken ein Narbenbaum erwachsen wird, der sie eben bis ins hohe Alter mit Schmerzen versieht. Seeth flieht, hochschwanger, hat eine weiße Fluchthelferin, die den Namen Denver trägt, und danach, nach ihr benennt sie auch ihre zweite Tochter, die auf der Flucht geboren wird. Es gelingt ihr, zu ihrer Schwiegermutter zu fliehen, und alles scheint gut zu sein, bis eben die Sklaventreiber auftauchen im Haus und sie wieder zurückführen wollen auf die Plantage Sweet Home. Und dabei greift eben Seeth zu dem schrecklichen Mittel, all ihre Kinder und sich selbst umbringen zu wollen, was ihr Gott sei Dank nicht vollständig gelingt. Und nun schildert der Roman psychologisch hervorragend, wie diese Dämonen der Vergangenheit von ihrem gegenwärtigen Leben Besitz ergreifen. Und von dem Leben von gefolterten Menschen, von Menschen, die hohe Grausamkeit erlitten haben, eben auch ganz allgemein. Paul Dee wird zu Seeth Folgendes sagen. Seeth, sagt er, du und ich, wir beide haben mehr gestern als sonst jemand. Wir brauchen dringend irgendein Morgen. Die Grausamkeit in der Sklaverei tötet das Menschsein in seiner Integrität, in seiner Identität. Es teilt ihn in Stücke und die Angst vor der Vergangenheit, die Erinnerungen, die immer wieder hochkommen, verwehren es diesen Menschen, ein Leben in der Gegenwart zu führen. Sie müssen immer wieder an die schrecklichen Orte ihrer Erinnerung zurückkehren, zu a place they couldn't get back from, zu eben einem Ort, von dem sie nicht weg konnten. Die Verkrüppelung der Seele, das ist das Thema dieses Romans.
Erst als der Dämon erkannt, benannt und bekämpft wird, und zwar durch die Solidarität, die Seath und Denver durch die schwarzen Frauen in ihrem Ort erfahren, erst dann kann dieser Dämon der Vergangenheit verschwinden. Man hat Toni Morrison eine moralische Instanz genannt. Man hat sie das Gewissen Amerikas genannt. Und Bernie Sanders eine amerikanische Legende. Und Toni Morrisons Themen sind das Anderssein aufgrund von Hautfarbe, von Rasse, Menschen, die ausgegrenzt werden von einer Herrenbevölkerung, die sich als Herren aufspielt. Sie schildert den Rassismus in den USA auf eindringliche Art und Weise. Sie schildert, wie Menschen zu Nichtmenschen erklärt werden, auch gerade wenn man sich das Schicksal von Paul Dee anschaut, das auch ausführlich in diesem Roman geschildert wird. Und sie schildert, wie Macht- und Profitgier treibende Kräfte hinter dieser Grausamkeit sind. Sie schildert die seelischen Verkrüppelungen und die weibliche Solidarität und weibliche Stärke, die dann doch immer wieder auch zum Umgehen, zur Überwindung von schrecklichen Traumata führt. Toni Morrison hat erzählt in einem Interview von 2017, dass sie in ihrer Kindheit mit Geistergeschichten aufgewachsen ist. Diese Geisterscheinungen, Geistergeschichten, das ist eigentlich ziemlich typisch für die afroamerikanischen Geschichten. Und Geistererscheinungen werden uns auch in den folgenden Romanen immer wieder beschäftigen. Und Toni Morrison erzählt, wie sie als Kind mit folgendem Spruch dann auch zum Schlafen gebracht worden ist: Sharp my knife, gonna cut my wife's, gonna cut my wife's head off. Also, ich schärfe mein Messer, ich werde meinen Frauen den Kopf abschneiden. Und dann sei das Licht ausgegangen und sie habe schlafen müssen. Schrecklicher Spruch, der eben auch die ganze Traumata dieser schwarzen Bevölkerung doch immer wieder sehr gut beschreibt und beschreibt, wie sie eben auch schon in der Kindheit dann immer wieder erzählt werden und einen Raum einnehmen in einer afroamerikanischen Kindheit in den USA. Das erleben wir ja auch heute in den Bildern, die wir sehen, wenn ein Vater eben seinem kleinen Töchterchen mit, was weiß ich, 5 Jahren beibringt, wie sie sich zu verhalten hat, wenn schwarze Polizisten auf sie zukommen, dann sind das schreckliche Bilder, die sich eben in der Seele dieses Kindes einbrennen werden. Ich habe den Roman Beloved vor 12 Jahren zum ersten Mal gelesen. Und in der Vorbereitung für diese Sitzung, Zeichensetzung, wollte ich den Roman eigentlich nur noch durchblättern, mir in Erinnerung rufen, nochmal Details aus dieser Geschichte. Aber das ging nicht. Der Roman ließ mich nicht mehr los. Ich musste ihn von vorn bis hinten lesen. Er ist extrem spannend. Er ist wohl ein wenig für junge Menschen vielleicht etwas altmodisch erzählt, aber und nicht zu vergleichen mit dem, wie Whitehead und James schreiben. Er ist vielleicht auch ein wenig sentimental, aber er ist psychologisch hervorragend beschrieben und er gibt auch tiefe Einblicke in die Traditionen der POC, der People of Colors in den USA, in ihre Religiosität, in ihren Geisterglauben, in die Momente, in denen Magie einen Platz einnimmt im alltäglichen Leben, wie Magie auch das wirkliche alltägliche Leben durchströmt, was dann eben dazu führt, dass man diesen Roman dem magischen Realismus zugeordnet hat, wobei das wirklich eben eine Realität ist,
die real ist für Afroamerikaner und die würden das nicht als magisch, hat bei uns so den Beigeschmack von unwirklich, abergläubisch. Das hat für diese Menschen eben einen ganz anderen Gehalt. Sie beschreibt die seelischen Verletzungen psychologisch hervorragend. Das, was Menschen von anderer Hautfarbe angetan wird, aber darüber hinaus eben auch, was allgemein Menschen passiert, die zum Beispiel aufgrund von politischen, wirtschaftlichen Verhältnissen grausam gefoltert und behandelt werden. Ich möchte das Schlusswort einer Rezensentin aus The Guardian übergeben, die Anfang Mai zu Beginn der Corona-Epidemie dieses Buch, ein Buch von Toni Morrison besprochen hat, The Bluest Eye, nicht Beloved, sondern das ist eines der ersten Bücher von Toni Morrison, und die schildert, wie sie eben in diesem sozusagen eingesperrt sein zu Hause, welche Bücher sie da gelesen hat. Und sie beschreibt, dass sie nicht mehr aufhören konnte zu lesen, dass dieses Buch herzzerreißend sei, dass man viel über sich selbst lerne, über die menschliche Natur und über Züge dieser menschlichen Natur, die man nur allzu gern verdrängt und vergisst. Ich zitiere: Candice Carty Williams. Usually I blitz through a book, but it's Tony, isn't it? So you have got to gear yourself up for heartbreak, some trauma, and also to learn some things about yourself and human nature that you'd rather not be faced with.